Namen Gottes Hallo. حدود 100 سال است که کشور زیبای ما میدان جنگ ابرقدرت‌ها و دیگران است. Seit über 100 Jahren ist unser schönes Land Schlachtfeld der Großmächte. آنها ادعا می‌کنند که مشکلات ما را حل می‌کنند. Diese Mächte, sie behaupten, dass sie uns helfen, die Probleme zu lösen. اما مشکل خود آنها هستند. آمدند که ما را نابود کنند و خانه‌های ما را ویران و درختان ما را قطع. Aber leider sind sie gekommen, unsere Häuser und Bäume wegzumachen und Probleme zu pflanzen. Sie haben die Wahrheit verdunkelt und Spaltung gebracht. Wir brauchen euch, um gemeinsam Licht in dieses Durcheinander zu bringen und das Gute zu sehen. ما انسان‌های خوب را دوست داریم. یک شاعر فارسی زبان می‌گوید: Wir lieben euch, wie ein persisches Gedicht es sagt. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگری بی‌غمی، نشاید که نامت نهند آدمی. با تشکر. Vielen Dank. Die Adamskinder sind wie Glieder, miteinander verbunden, von der Schöpfung her gleich. Bringt das Schicksal ein Glied zum Leiden, dann lässt es die anderen Glieder nicht ruhig. Wer daher sorglos mit den Leiden anderer umgeht, kann sich nicht Mensch nennen. Ja, wir danken. Wir lieben euch, vielen Dank. خوش آمدید. Herzlich willkommen. Mein Land ist 7000 Jahre alt. Schon immer lebten viele verschiedene Völker dort. Unterschiedliche Sprachen und Kulturen, Religionen und Staatsformen. Wie Kurden, Türkmenen, Azeri, Buluchen, Mazanderani, Gilani, Araber, Perser. Erste Menschen der Kroatation. Auch wenn wir seit 36 Jahren Islamische Republik Iran nennen, so hat es dennoch neben unzähligen Moscheen Platz für 600 Kirchen, mehr als ein Dutzend Synagogen, Feuertempel und sogar einen Hindu-Tempel. Wir haben viel von unserem ursprünglichen Gebiet abgegeben und haben seit 200 Jahren keinen Aggressionskrieg mehr gemacht. Wir wollen in Frieden. Wir wollen in Frieden und nach Empfinden leben. Mein Land ist seit mehr als 140 Jahren mit der Schweiz auch auf Staatsebene freundschaftlich verbunden. Lasst uns diese Freundschaft stärken und vergrößern, bis zur Freundschaft auch mit allen Ländern. Nehmt uns, wie wir sind. Wir alle laden euch zu uns ein. Herzlich willkommen. Botschafter, iranische Botschafter aus dem Iran, der in der Schweiz war, ist jetzt wieder zurückgekehrt und er hat uns aus dem Iran einen Liebesgruß gesendet. Exzellenz Alireza Salari, einen Liebesgruß für euch alle hier und für alle Nationen aus dem Iran. Im Namen Gottes, ich begrüße das Schweizer Volk. Salam, im Namen Khoda. Hallo, im Namen Gottes. Ich, Alireza Salari,
aus Teheran, aus der Hauptstadt von der Islamischen Republik Iran, schicke meine Liebesgrüße zu allen Zuschauern und Zuhörern. Ihr seht und hört uns aus dieser großen Stadt in Westasien, aus tausenden Kilometern Entfernung. Iran und Iraner sind friedliebende Menschen und ein friedliebendes Land. Das beweisen unsere Friedenstruppen seit Jahrtausenden von Jahren, seit der Zivilisation des Landes. Wir glauben, dass ihr alle unsere Freunde seid, auf der ganzen Welt, und wir übermitteln herzliche Grüße an alle Nationen der Welt und hoffen auf ein gemeinsames Leben in Frieden. Iran hat mehr als 7000 Jahre Zivilisation. In diesen Jahrtausenden sind wir Bringer der Freiheit, des Friedens und fördern Freundschaft zwischen den Völkern und den Regionen. Es ist wertvoll zu wissen, dass wir eine Botschaft der Freundschaft zu allen von Ihnen geschätzten Zuschauern und Zuhörern mitteilen dürfen. Und wir laden euch ein, Teheran im Iran und andere iranische Städte zu besuchen. Und wir sind froh und glücklich, Sie zu sehen. Sehr herzlichen Dank. In Liebe und bis bald. In diesem Sinne machen wir noch einen Sprung. Es waren noch andere Iraner, die ihr Herz mit uns verbunden haben, aber nicht hierher kommen konnten. Und in dem Sinn haben sie uns ein Video zugerüstet aus dem Iran, ein Gesang, ein Liebesgruß, er ist untertitelt, aus dem Iran für uns zubereitet. Wir hören uns diesen Song an und gehen ins Land Iran. Bitte ab. بگذاریم که فضا و فرصت خدمت برای همه ایرانیان که دل در گرو این مرز و بوم دارند باز شود. بگذاریم که شایستگان به ملت خدمت کنند. بگذاریم که سینه ها از کینه ها پاک شود. بگذاریم که آشتی جای غم و دوستی جای دشمنی بنشینیم. سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. بگذاریم که اسلام با چهره رحمانیش، ایران با چهره عقلانیش، ایران به شوازی که انقلاب با چهره انسانیش، انقلاب با تی انسانی گونا با و نظام با چهره عاطفیش، نظام عاطفی زین همچنان حماسه بیاورد و یخلق نصر یوم جنبش با افتخار اخیر من را کیشکر و ملت شاد بگذاری نکرد. مسلمان ها شما قوی ترین امت دنیا هستید. من سنگینی بار این رای و این تنفیز را احساس می‌کنم و تنها و تنها به خدا پناه می‌برم. خدا کمکت کنه. فردا حتما روشن. از اون دستگیر بند نواز خالصانه و خازهانه درخواست می کنم این بنده ضعیف خود را از شر کبر و غرور، حرص و بخل و حسد وارهاند. خداوند دارد بند و به تو پناه خواهد. به تو پناه خواهد.
خداوندا به تو پناه میبرم به تو پناه میبرم از استبداد رأی عجله در تصمیم تقدم نفع شخصی و گروهی بر مصالح عمومی و بستن دهان رقیبان و منتقدان بارلاها یاریم کن تا بنده مخلصی برای تو خدایا یاریش و خادم لایقی برای مردم باشم خادمی لایقی پا مردمان بابا فراموش نکنم فراموش نکنه اون چه بر پیشینیان رفته است سخن بسیار است و مجال اندک چه بهتر که سخن را کوتاه کنیم و پای در رهن پای در رهن همتش مدرقه ما که دراز است ره مقصد و من نو سفرم des Herzens aus dem Iran. Aber wir schalten gerade nochmals einen Videogruß ein. Dieses Mal ist es ein Flüchtling aus Syrien. Auch er lässt uns grüßen. Er konnte leider heute nicht dabei sein, aber auch er wollte mit dem, was er auf dem Herzen hat, an diesem Fest hier beitragen. Bitte ab den Videogruß. Assalamu alaikum. Friede mit euch. Ana ismi Fuad. Mein Name ist Fuad. Muslim. Ich bin Muslim. Ana ajit min Syria. Ich komme aus Syrien. Ana wa abui ishna harbin. Ich und mein Vater haben zwei Kriege erlebt. Al-ula 1948. Der erste tobt seit dem Jahr 1948. Andi su'al. Ich habe eine Frage. Warum dieser Krieg? Wir möchten Friede für Syrien, für Palästina und für die ganze Welt. Fuad singt uns jetzt die erste Strophe von der Hymne seines Heimatlandes vor. Al-Jalal wal-Jamal